Yo, moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Money Glitch, der sogar solo und wirklich, Leute, mega einfach ist. Und das Beste an diesem Glitch, Leute, es ist ein Duplication Glitch, das bedeutet wiederum, wir können alle 2 Minuten ein Fahrzeug duplizieren. Wenn ihr sogar richtig schnell seid, könnt ihr sogar jede Minute ein Fahrzeug duplizieren, aber ist ja generell auch egal. Und das Coole an diesem Glitch ist, Leute, wir brauchen hier kein persönliches Nummernschild, da unser Duplikat das Nummernschild vom LG bzw. Fudgy-Roller übernimmt. Wie geil ist das denn? Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Wir brauchen einfach einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Anteil brauchen wir Lager für persönliche Fahrzeuge. Und in MOC drinnen muss natürlich ein Fudgy-Roller oder ein LG stehen. Diese Fahrzeuge gehen bei diesem Glitch verloren, deswegen irgendein billiges Fahrzeug im MOC, was ihr aus dem Internet gekauft habt. Und außerdem braucht ihr natürlich auch ein Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt. Mein Tipp, nimmt ein Easy Classic aus der Arena-Werkstatt oder den LG Retro Custom. Aber das war's schon für diesen Glitch, Leute. Ihr braucht sonst nichts mehr. Wir brauchen hier wirklich nicht viel für diesen Glitch. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches mehr verpassen. Also ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr natürlich in irgendeiner GTA Online-Sitzung und fahrt mal zum Casino. Seid ihr am Casino angekommen? Setzt ihr euren Spawnpunkt auf letzter Ort. Habt ihr das gemacht, wechselt nochmal ein Outfit, damit sich das wirklich gespeichert hat. Und Leute, kleiner Tipp, merkt euch mal, wie das Casino aussieht. Ihr denkt jetzt gerade so, hä, was, warum? Macht es einfach. Denn als nächstes drücken wir jetzt die Optionstaste, gehen auf Online und gehen in den Editor rein. Seid ihr im Editor angekommen, scrollen wir jetzt runter zurück zu Grand Theft Auto 5. Drücken hier nichts, sondern wir scrollen nur auf dieses Feld drauf. Sind wir auf dieses Feld drauf gescrollt, drücken wir jetzt die Optionstaste, gehen auf Online, Online spielen, Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und seid ihr jetzt da drauf gescrollt, spammt die jetzt X, bis ihr im schwarzen Ladebildschirm seid. Und Leute, sobald ihr in Online gespawnt seid, werde ich auf einmal merken, so, what? Was ist hier los? Fehler in der Matrix? Nein, Leute! Wir haben es geschafft, die Map von Grand Theft Auto 5 bzw. vom Editor hier rein zu glitchen. Das bedeutet, ihr merkt es ja auch schon, hier steht das alte Casino. Wie geil ist das denn? Und jetzt, Leute, haben wir die Vorbereitung für diesen Money Glitch schon erledigt. Wir können es direkt anfangen, Fahrzeuge zu duplizieren. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Denn als nächstes bestellt ihr euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, und bestellt euren MOC. Ist beides jetzt geliefert worden, geht ihr erstmal sicher, dass euer MOC frei steht. Das bedeutet, wir brauchen, wenn wir später rein eine Einfahrmination. Das bedeutet, euer Anhänger muss wirklich freistehen. Habt ihr das? Nehmt jetzt euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, und fahrt zum Anhänger hin und drückt die rechte Pfeiltaste und bestätigt die Meldung, dass ihr umparken möchtet. Ihr werdet jetzt einen schwarzen Ladebildschirm bekommen, wo unten rechts eine weiße Ladeschnecke steht, ohne dass da steht Ladevorgang. Und Leute, jetzt wartet ihr einfach, denn irgendwann werdet ihr so eine richtig komische Ansicht haben. Habt ihr so eine komische Ansicht, öffnet ihr das Interaktionsmenü und bringt euch selbst um. Habt ihr euch selbst umgebracht und seid wieder gespawnt, müssen wir jetzt unseren MOC umparken. Denn im nächsten Teil des Schrittes brauchen wir keine Einfahrmination. Das ist ganz wichtig, dass wir keine Einfahrmination haben. Das bedeutet, wir müssen unseren Anhänger ein bisschen vollstellen bzw. einfach ein bisschen gegen die Wand lehnen. Aber Leute, in meinem Fall ist mein MOC ein bisschen verbuggt, denn bei diesem Glitch geht der MOC ja bis einmal kaputt, aber spawnt direkt neu und ja, wie ihr seht, die ist glitcht rum. So, ich habe es versucht jetzt auch umzuparken, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen muss ich jetzt mein MOC jetzt wieder einlagern. Aber Leute, wenn das bei euch passiert, ist das überhaupt nicht schlimm. Das macht den Glitch nicht kaputt, wenn ihr euer MOC mal wieder einlagert und wieder neu bestellt. Das ist völlig egal, das habe ich jetzt auch gemacht. Ist zwar ein bisschen blöd, dass ihr warten müsst, aber generell nicht schlimm, wenn es euch auch passiert, wie hier bei mir. Auf jeden Fall ist jetzt mein MOC wieder geliefert worden und wir parken jetzt erstmal so gegen die Wand, dass wir keine Einfahrmation bekommen. Haben wir das gemacht, steigen wir jetzt wieder in unserem Fahrzeug ein, was wir uns duplizieren möchten. Ihr werdet jetzt auch schon gemerkt haben, dass euer Fahrzeug ein anderes Nummernschild hat. In meinem Fall kann man es jetzt leider nicht sehen, aber Leute, euer Fahrzeug müsste mittlerweile schon ein anderes Nummernschild bekommen haben. Aber als nächstes fahren wir wieder zum Anhänger hin vom MOC und drücken wir die rechte Pfeiltaste. Wir werden jetzt wieder einen schwarzen Ladebildschirm bekommen und nach kurzer Zeit später werden wir auf einmal wieder draußen gespawnt. Und Leute, euer Fahrzeug ist jetzt fertig dupliziert. Wir können uns auch hier jetzt ins Internet gehen und wir sehen jetzt auch, dass ein MOC ein Easy Zukunftsschock steht. Und das war's schon von diesem Glitch. Und wir können es natürlich jetzt auch direkt weiter glitchen. Das bedeutet, wir lassen jetzt unser Fahrzeug jetzt wieder einlagern.
bestellen ein Faccio oder LNG aus irgendeiner anderen Garage und parken das Ganze wieder um. Und ja, Leute, wenn wir jetzt wieder umparken, werden wir natürlich wieder einen Ladebildschirm bekommen und wieder direkt draußen spawnen. Aber Leute, wenn ihr wieder ins Internet geht und ein Fahrzeug kaufen würdet, werden wir merken, dass wir unser Fahrzeug erfolgreich umgeparkt haben und dass unser Easy Zukunftsschrott sicher in der Garage steht, unser Duplikat. Deswegen, Leute, aber den Glitch ist erfolgreich bewältigt. Ich könnte jetzt theoretisch jetzt hier weiter glitchen. Wir müssen natürlich jetzt wieder unser MOC jetzt wieder so hinstellen, dass wir eine Einfahrambulation bekommen, wenn wir unser Fahrzeug bestellt haben, was wir uns duplizieren wollen und so weiter und so fort. Aber Leute, das kennt ihr ja schon. Wenn euch dieses kleine Glitch-Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Like fürs Video da lassen könntet. Und nochmal Leute, wenn ihr mich nicht kennt, abonniert mich, damit ihr nicht solche krassen Glitches verpasst. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.